Hi, hier ist Christoph von Emotofreaks und ich möchte heute ganz kurz einmal was zum Thema Tasterboxen erzählen, denn das Thema ist sehr, sehr komplex und auch eigentlich nicht in der Fülle jetzt in 5 Minuten erzählbar. Aber ich möchte ganz kurz einmal zeigen, wir haben verschiedenste Tasterboxen im Programm. Das ist die H-Box, die D-Box, die G-Box und die F-Box Ultimate. Die F-Box Ultimate entwickeln wir in Kooperation mit der Firma Fellner Mechatronik in Österreich schon seit einigen Jahren. Und eine sehr gute Händlerkooperation ist mit elektronikbox.de, mit dem Axel Joost, weil unsere Produkte sich einfach ziemlich gut ergänzen. Immer wenn man mit dem Thema Taster zu tun hat, man möchte einen schicken Umbau machen, muss man sich eben damit auseinandersetzen. Und es gibt halt eben ganz einfache Boxen, die einfach nur blinken und hupen in Anführungsstrichen. Und einige, die eine sehr große Intelligenz mit reinbringen. Bei der Ultimate zum Beispiel kommt es darauf an, je länger man den Blinkertaster drückt, desto länger wird die Blinkfrequenz. Im einfachsten Fall ist es jetzt bei der H-Box so, dass man einstellen kann, dass eben der Blinker, wenn man vergessen hat, nach 20 Mal oder 40 Mal ausgeht. Die zentralen Unterschiede sind eigentlich, dass man bei der H-Box, die so bei ein bisschen über 100 Euro losgeht, einiges extern lösen muss, wie die Bremse oder auch den Stopp. Da muss man gewisse TÜV-Vorgaben auf jeden Fall beachten, ob der Stopp am Lenker da sein muss oder ob das Zündschloss ausreicht. Sie haben natürlich auch schon eine Art von Intelligenz drin, dass das Licht zum Beispiel nach Start automatisch kommt, aber dann halt eben auch wiederum Einschränkungen, dass das Licht halt nur mit Zündschloss ausgeht, während es wiederum bei der Ultimate dann Tastenkombinationen gibt, die man sich persönlich merken muss, einfach was will ich selber haben. Das heißt, man kann sich ein, zwei Sachen merken, wie Blinker links und Licht, dass man da jederzeit das Licht ein- und ausschalten kann oder eben auch die Funktion, dass es dann halt automatisch nach Start kommt. Und dass das Licht vielleicht ausdimmen soll beim Abschalten und so weiter. Also ziemlich viel Optik ist bei den teureren Boxen. Die F-Box Ultimate liegt bei 249 Euro. Und die Zwischenversion mit D und G, jeweils bei dann 135, 175, 76 so. Also generelle Empfehlung, erstmal mit auseinandersetzen. Kurz umrissen weiter, bei der D-Box ist es so, dass schon Start-Stopp über eine Taste funktioniert. Das heißt, da geht's los, dass man auf jeden Fall mal den Stromlaufplan zur Hand nehmen muss, dass man mal Finger drauflegen muss, sich nicht von diesen vielen, vielen Linien irre machen lassen, sondern dass man einfach schaut, wie wird die CDI mit Strom versorgt. Und das kommt eben dann an die Tasterbox angeschlossen, dass man einen Kreislauf hinkriegt mit Start und Stopp immer abwechselnd, dass man den Anlass aktiviert, dass man der CDI den Strom wegnimmt, wenn es eben ausgehen soll. Und das ist ab der D- und G-Version schon so, dass der Umfang eigentlich immer ähnlich ist es der Integration. Der Kostenunterschied der Boxen passiert dann in dem Augenblick, wo immer mehr Programmieraufwand stattfindet, immer mehr Leistung. Bei der F-Box Ultimate schaffen wir es, Doppelscheinwerfer mitzuschalten, weil wir eben auch den Quad- und den Treibbereich bedienen wollen. Wir haben bei der F-Box Ultimate auch zwei zusätzliche Ausgänge, wo man Luftfahrwerk, wo man Rückfahrscheinwerfer, auch wieder TÜV-relevant für die Quad- und Treibszene mit integrieren kann. Es ist ein extra Ausgang für die Cockpit-Versorgung, weil wir sogar auch das Zündschloss durch einen Taster ersetzen können. Dass man nur einen Taster drücken muss und kein Zündschloss Plus an sich gibt es nicht mehr, sondern die F-Box übernimmt das und schaltet eben die jeweiligen Verbraucher. Jetzt fragt sich einer vielleicht nur einen Taster, wo ist denn da noch die Sicherheit? Da mal eingeworfen haben wir eine Codeabfrage, dass man sich selber Tastencode festlegen kann oder eben jetzt auch schon mit dem Bluetooth-Modul, dass man, wenn man das Handy in der Tasche hat, den Zündschlosstaster drückt und dann ist es entsperrt. Die oberste Priorität bei der F-Box Ultimate war, dass wir wirklich eine Flexibilität haben. Davon soll man sich erstmal nicht abschrecken lassen, weil es eben so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Aber man hat auch generell die Möglichkeit, wie bei den anderen Boxen so, mit 5 Taster zu arbeiten, dass man alles direkt am Lenker bedienen kann. Man hat eben den Komfort mit den verschiedenen Blinker. Wir haben in allen Boxen zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel Begrenzungslicht. Die Unterschiede sind dann halt nur wieder im Detail, dass man bei den einfachen Versionen das in dem Menü extra aktivieren muss. Obwohl es vielleicht nicht dauerhaft gewünscht ist, deswegen haben wir solche Sachen in ein extra Fahrzeugmenü gelegt, wo man im Betrieb super schnell reinkommt, dass man zum Beispiel das Begrenzungslicht bei uns mit der Ultimate mit Blinker rechts kurz halten, die Bremse antippen, ein- und ausschalten kann. Das sind Kombinationen, die im Betrieb eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Wenn man jetzt erst die Bremse zieht und dann den Taster drückt, passiert halt nichts, sondern es muss genau diese Reihenfolge sein.
Und wir haben noch in der Ultimate andere optische Spielereien, eben, dass man verschiedene Blinkermodi oder einen anderen Rücklichtmodi einstellen kann. Generell nochmal die Abstufung zu G ist, dass die G schon neutral Ständer verwalten kann, dass das eben die TÜV-Vorgabe ist. Der Unterschied ist dann auch noch, dass bei der G-Version man nur im Neutral starten kann, wo wir gesagt haben, bei der Ultimate, wenn man an der Ampel mal abgewürgt hat, ist es dann auch unvorteilhaft, dann schnell in den Neutral zu gehen, weil die eigentliche TÜV-Vorgabe ist tatsächlich, dass man nicht mit Ständer unten losfahren kann. Von daher haben wir gesagt, nein, man kann auch mit Kupplung gezogen Ständer oben starten und dann halt losfahren. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Taster, schreibt einfach eine ganz kurze E-Mail an shop@motofreaks.de. Fordert gerne auch nochmal sämtliche Anleitungen an, dass man sich im Detail dann nochmal mit den einzelnen Boxen auseinandersetzen kann. Als letztes möchte ich noch so persönlich erzählen, dass wir die F-Box Ultimate jetzt recht lange entwickelt haben, weil uns es endlich gelungen ist, den Stromverbrauch extrem zu senken. Wenn die Box überwacht ständig den Stromverbrauch und wenn es einfach nicht mehr ausreicht, auch mit neuen LiFePO-Akkus und so weiter, dann schaltet sie wirklich gnadenlos im Mikroampere-Bereich ab. Also das ist jetzt ein ganz, ganz großer Vorteil. Man hat vollen Komfort mit Alarmanlage und so weiter. Aber eben keine kaputten Batterien mehr. Wenn es nicht mehr reicht, sagt sie, jetzt ist Feierabend. Und damit mache ich jetzt auch mal Schluss.